Liebe Freunde, überall im Land, im CVM, in den Gemeinden, in den Kirchen, ich grüße euch ganz herzlich in diesen Weihnachtstagen hier vom CVM Gesamtverband und wünsche euch und all euren Lieben ein gesegnetes und schönes Weihnachtsfest. In diesen Tagen bewegen uns die Nachrichten und die Bilder, die wir sehen von Kriegen, von Terror, von Bürgerkrieg, von Flucht, von Vertreibung, von Gewalt. Auch die Demonstrationen in unserem Land, die genährt sind von Angst vor Überfremdung und Islamisierung, all das kann uns als Christen nicht kalt lassen. Und wir müssen uns fragen, was ist unser Auftrag? Jesus selbst hat ja als Kind schon Vertreibung und Flucht erfahren, als der König Herodes ihm nach dem Leben trachtete. Und in Ägypten hat seine Familie Aufnahme gefunden. Die christliche Gemeinde war von Anfang an eine Gemeinschaft von Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Juden, Griechen, Araber, Nordafrikaner, Römer und viele andere. Und ich sehe gerade für uns als CVM vor Ort und insgesamt einen Auftrag, uns den Kindern und Jugendlichen aus anderen Ländern, die jetzt hier bei uns leben, zuzuwenden und ihnen eine Heimat und eine Chance zu bieten. Ich freue mich, dass wir einige Ortsvereine im CVM haben, die das schon seit langer Zeit mit großer Hingabe und Erfolg praktizieren. Aber es gibt auch andere, und das hat eine Studie gezeigt, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, die da noch ganz am Anfang sind. Wir haben eine Verantwortung für die Flüchtlinge, gerade auch die, die um ihres Glaubens willen in ihren Heimatländern verfolgt sind. Christen und Angehörige anderer Religionen. Der Nahe Osten ist nicht nur islamisch, sondern seit 2000 Jahren auch ein christliches Kerngebiet. In unseren Jahren erleben wir, wie immer mehr Christen verfolgt und vertrieben werden. Es ist meine Hoffnung, dass der christliche Charakter auch dieser Kernländer Syrien, Irak, Libanon, Palästina, Israel, Ägypten und andere Länder im Nahen Osten erhalten bleibt. Aber die, die zu uns kommen, die wollen wir herzlich aufnehmen. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, so Gottes Lob. Das ist die Jahreslosung des kommenden Jahres 2015. Gott hat uns alle angenommen. Jesus am Kreuz breitet seine Hände aus für alle. Und so wollen wir das selbst auch praktizieren, was wir erlebt haben. Andere annehmen in seinem Namen. Ich wünsche mir, dass wir gerade in diesen Weihnachtstagen, aber auch im ganzen neuen Jahr, unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, alten und jungen, Kindern und Erwachsenen, genau diese Annahme entgegenbringen, dass wir sie willkommen heißen, in unseren Häusern, in unseren Kirchen, in unseren CVMs, in unseren Gruppen, wo immer wir sind. Das Weihnachtsfest ist ein Fest des Willkommens. Gott heißt uns willkommen und in seinem Namen dürfen und sollen wir andere Menschen willkommen heißen. In diesem Sinne wünsche ich euch und Ihnen allen von Herzen ein gesegnetes Christfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ein Jahr des Annehmens, ein Jahr des Willkommens, ein Jahr unter Gottes Segen.